auf zu Kloto wegen dem goldenen Kürbis. Da kann ich nämlich auch die Eselquest abgeben. Das hat jetzt aber echt gedauert. Goldpulver. Ich brauche noch das Goldpulver, fällt mir gerade ein. Ja. Na, komm hier. Dann bin ich das auch mal los. Ja, das war knapp. Magischer Kürbis. So, jetzt habe ich auch endlich die Esel-Revoluzer-Quest beendet. Oder kann sie jetzt endlich beenden? Ich bin mal gespannt. Jetzt habe ich Esel-Kampfeinhörner, die mit magischen Kürbissen unterwegs sind. Ich weiß nicht unbedingt, ob das eine meiner glorreichsten Errungenschaften in meiner Gaming-Karriere ist, aber ich lasse es mal so stehen. Moment, Gold. Silber. Mal gucken, ob es das dritte Mal, was ins Augensprühe hilft. Oh, die Animation ist anders. Ah, immer noch nichts. Moment, was zur Hölle passiert jetzt? Mein Gott. Ihr seid spät dran. Wollt ihr etwa eine weitere Lektion in Respekt, ihr unwürdiges Gewürm? Das ist nicht unsere Schuld, Herren. Die Stadt ist heutzutage viel weniger freundlich zu Vampiren. Der Orden der Untotenjäger patrouilliert die nächtlichen Straßen mit Netzen, um Fledermäuse zu fangen. Ja, es ist ein Wunder, dass wir das überhaupt da rausgeschafft haben. Ihr nutzlosen Kreaturen, endlose, blödsinnige Ausreden. Das ist alles, was ich je von euch bekomme. Das ist die Frau Wetten. Habt ihr irgendwas aus diesem Priester herausbekommen? Wir haben alles versucht, Herr, aber Alarich ist unglaublich widerstandsfähig. Schmerz, Kälte, Hunger, Durst, nichts funktioniert. Dann benutzt Blutdurst, ihr hirnlosen Narren. Meint ihr etwa, dass wir ihn verwandeln sollen? Aber das ist eine furchtbare Sünde und...
wie erwünscht haben. Geschafft, super. Und das habe ich. Kann ich auch bald wieder Snaps herstellen. So, aber erst noch schnell hier gucken, was ich. Das scheint mit der Quest zusammen zu hängen. Sachen abgeholt, ja. Okay. So. Könnte ja mehr bauen, aber ja, kein Bock. So, 84 Komplexe. Ah, schönes Eisen in der Metze.
Ach, scheiße, nicht aufgepasst. Hinari, hi. Du kommst leider direkt am Ende, also ich kann auch nicht länger machen. 2 Stunden ist das Äußerste, was ich rausholen konnte. Game ist zu laut. Dass mir das nach 2 Stunden einer sagt. Habe ich ja Spaß, wenn ich das später für YouTube schneide. So. Ah. Es war an einen anderen Zuschauer gerichtet. Genau. Da goldenen Kürbis mal weg. So. Ah, da kommt die Nachricht vom Esel. Ich habe noch einiges gerade an Quests erfüllen können. Oh, schön, das auch noch. Es ist schön mit den Erinnerungen hier, das ist lustig. Hier war eine lange Schlange. Corey, Adam, der Müller, der Händler und 5 andere. Alle waren elegant gekleidet und hatten Blumen und Geschenke dabei. Oh, sie sind hier, um Rosa zu werben. Shepard erscheint, schubst alle beiseite, schnappt sich Rosa, küsst sie und trägt sie davon. Ha! So hat es der also... Okay, dann weiß ich, wie er dazu gekommen ist. So, Flüchtlingslager... So, wegen der mysteriösen Frau. Ich habe neue Informationen über die Vampire, die dich gekidnappt haben. Mein Gott. Inari, eine Frage. Versorge ihn mit Blut. Ich habe das ein paar Mal gemacht, aber die Quest geht nicht weg. Ich vermute mal, die bleibt und die ist einfach nur als Einkommen, oder? Eine Frau hat ihnen befohlen, das zu tun und dich in einen Vampir zu verwandeln. Eine Frau in einem schwarz-goldenen Mantel. Hast du je von ihr gehört? Ich würde mich daran erinnern, wenn die Kidnapper sie erwähnt hätten, aber das haben sie nicht. Sie haben oft von Ghoulen gesprochen. Sie sagten, sie würden mich ihnen zum Fraß verwerfen, wenn ich nicht mit der Sprache rausrücke. Ah, dann bin ich wahrscheinlich noch ein bisschen drunter. Wie albern, jeder Erwachsene weiß, dass es keine Ghoule gibt. Ich glaube, diese Frau ist das Rätsels Lösung. Tut mir leid, ich kann dir da nicht helfen, aber sag mal, warum riechst du so komisch? Also, als Lady Beatrice mich besucht hat, da hat sie... Ach, ist auch egal. Das ist jetzt schon ein paar Mal, wo das gesagt wurde. Gut, zu Hause, pennen und ja gut, dann würde ich sagen, Leute, das war's dann auch für heute mit Graveyard Keeper.